So, dann mal willkommen zu Traveler's Rest. Bauen wir uns oder gestalten wir uns oder bringen wir auf Vordermann oder wir versuchen es mal, wie auch immer, mit unserer eigenen Taverne. Der Grafikstil erinnert ein bisschen an Stardew Valley. Aber mir gefällt's. Ich find's cool. Ich habe da kein Problem mit. Also, wenn das Spiel einfach Spaß macht, ist die Grafik halt auch irgendwie uninteressant. Also ist auf jeden Fall meine Meinung. Ich weiß, es gibt so Grafik-Fetischisten, die immer sagen, nö, sobald die Grafik kacke ist, macht das Spiel keinen Spaß. Aber das ist halt einfach Quatsch, finde ich. So, spielen hier. Genau, hier habe ich nämlich schon einmal 2 Stunden gespielt. Den löschen wir einmal. Ja, ohne Grafik geht nichts. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Raus, raus mit dir. Nee, nee, nee. So, neu. Wir erstellen uns unseren selbstständigen Tavernenbesitzer. Wir heißen einfach Maven. Und wie nennen wir unsere Taverne? Wie nennen wir unsere Taverne? Erstmal die Charaktererstellung. Also ein bisschen Augenbraue braucht man schon. Okay, der guckt mir aber ein bisschen zu weit nach oben. Okay, wir müssen den Bart erstmal wegtun. Oh, so ein 3-Tage-Bart, den brauchen wir. Aber wir müssen erstmal den Bart wegtun, damit wir auch die Nase erkennen. Damit wir auch die Nase erkennen. Achso, es gibt gar nicht so viel. Es gibt nur 3 unterschiedliche. Ja gut, man muss dazu sagen, das Spiel ist halt noch in der Early Access. Ne? Muss man dazu sagen, das Spiel befindet sich noch in der Early Access. Es gibt noch viele Sachen, die noch gar nicht drin sind im Spiel. Da muss man dann irgendwann später auf Updates warten. Ja komm, ein bisschen fröhlicher kann man halt schon gucken. Ja gut, mit Bart sieht man den Mund halt eh nicht so gut. Aber wir brauchen so ein 3-Tage-Bad brauchen wir. Ein bisschen braun. Wie nennen wir unsere Taverne? Wir brauchen einen Namen. Bei den Gelsengamern oder zum Gelsengaming oder wie oder irgendwie anders. Ich brauche einen Namen. Ihr müsst mir helfen. Nee, die Haare sind auch irgendwie. Oh Gott im Himmel. Glatze muss aber auch nicht sein. Geldenkirchen. Warum Geld? Geldenkirchen, weil wir da Geld machen wollen, oder was? Naja, so geldgeil sind wir dann auch nicht. Oder Gelsenschmiede oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Gelsenschmiede ist eigentlich gut. Puzzles. Und warum Puzzles? Genau das wäre die Frage. Wollen wir unsere Bar Puzzles nennen? Lisa, ich bin begeistert. Das ist eine gute Idee. Puzzles. Wir nennen unsere Bar Puzzles. So. Möchtest du das Tutorial aktivieren? Ja, bitte. Ich habe zwar schon einmal gespielt, aber das kann ja nicht schaden, das nochmal zu lesen. Willkommen zu Traveler's Rest. Dieses Spiel befindet sich aktuell noch im Early Access. Das heißt, dass es noch weiterentwickelt wird, basierend auf eurem Feedback. Im Moment überarbeiten wir alle Artworks, sodass einige Elemente des Spiels einen anderen Artstyle aufweisen als der Rest. Das wird mit den nächsten Updates behoben. Wenn du unser Spiel genießt, lass doch bitte eine Bewertung da, um dieses Indie-Projekt zu unterstützen. Aber ich habe vergessen, ich muss Kategorie ändern. Ich habe vergessen, die Kategorie zu ändern. So. Genau. Bin am Lurken, aber da musste ich mich jetzt einmischen. War auch eine gute Idee. Alles gut. Genießt das doch eine Bewertung da, um dieses Indie-Projekt zu unterstützen. Vielen Dank. WASD zum Bewegen. Shift links zum Rennen. Drücke B zum Betreten, Verlassen des Dekorationsmodus. Genau. Okay, das ist klar. So, WASD zum Laufen. Und Shift zum Rennen. Da haben wir noch ein kleines Stamina, so einen kleinen Ausdauerbalken. Und hier ist das Dekorationsmodus. Während du dich im Dekorationsmodus befindest, kannst du Objekte platzieren, um ein Objekt auszuwählen. Bewege den Mauszeiger darüber und drücke links Mausklick oder E. Drücke Leertaste, um fortzufahren.
So, um ein Objekt auszuwählen, genau, drücke Lenker oder E-Leertaste, schwupp. So, wir befinden uns jetzt im Dekorationsmodus, jetzt können wir unsere Taverne frei dekorieren. Bewege das Objekt mit Maus und drücke E, um es zu platzieren. Jawohl, ne? Dann bewegen wir die ganze Scheiße hier mal, machen dann mal... Irgendwo müssen die Kunden sitzen. Platziere die Sitzbänke so, dass sie zum Tisch zeigen. Yes. Du kannst Gegenstände mit R drehen. Drücke Q, um den Gegenstand deinem Inventar hinzuzufügen. Yes. Den stellen wir da ab. Das stellen wir da ab. Und den hier müssen wir jetzt drehen, ne? Den Pfeil... Ich frag mich nicht, warum die Kunden, wenn die jetzt da sitzen, nur in die Richtung gucken können. Eigentlich ist das auch scheißegal, wie rum diese Bank steht, oder nicht? Man kann sich doch hinsetzen, wie man will, aber nein, das geht nur in diese Richtung. Schon eigenartig. So, die Kunden erwarten, dass ihr Tisch abends ausreichend beleuchtet wird. Versuche, eine Kerze auf den Tisch zu platzieren. Die Kerzen werden mit den Tagen abbrennen, weshalb du sie regelmäßig ersetzen musst. Dann stellen wir noch eine Kerze auf den Tisch. Und dann, ne, können wir unsere Taverne doch öffnen. Verlasse den Dekorationsmodus, gehe zum Buch auf dem Tresen und drücke E, um deine Vorräte zu öffnen. B, zum Dekorationsmodus verlassen, genau. Essen, das du hier lagerst, wird automatisch an deinem Vorrat hinzugefügt. Sind keine Vorräte vorhanden, wirst du Pampe verkaufen. Ah ja, diese Pampe bringt allerdings nur wenig Geld ein und hat kaum einen Einfluss auf den Ruf deiner Taverne. Okay. Aber wir müssen natürlich auch, ne, unseren Ruf der Taverne erhöhen, damit wir auch mehr Gäste und somit mehr Geld bekommen. Alles klar. Drücke O zum Öffnen der Taverne. Serviere ein paar Schüsseln Pampe. Vergiss nicht, den Dekorationsmodus zu verlassen. Also wir können selbst entscheiden, wann wir unsere Taverne öffnen und wann sie geschlossen ist. Das können wir selbst entscheiden, indem wir O drücken. Inventar, aber das muss ich jetzt noch einmal kurz schauen. Taverne, Zufriedenheit, Belegung, Ruf, Status der letzte Woche, Einnahmen, Gewinn, Umsatz, rausgeworfene Kunden. Das wird auch noch ganz lustig mit den rausgeworfenen Kunden. Freigeschaltet bei Taverne Ruf 1, Taverne Ruf 3, Getreidebrei. Okay. Drücke O, genau, wir müssen jetzt erstmal dem Tutorial folgen. So, wir haben jetzt unsere Taverne geöffnet. Du hast eine Quest. Drücke H, um diese einzusehen. Ah. Mich verarschen? Ich hab H gedrückt. Hä? Ach hier, Aufgaben. Bediene 6 Kunden. Als Belohnung bekommen wir nochmal 2 Hocker, einen Tisch und nochmal 3 Kerzen. Oh. Ja, wo bleiben denn unsere Kunden? Unsere Taverne hat geöffnet. Kann man auch raus? Man kann aber auch einfach rausgehen. Oh. Außerhalb der Taverne findest du einen Briefkasten und eine Lieferkiste, um Ware zu bestellen. Ein Anschlagbrett, um Bestellungen aufzunehmen, Personal anzustellen und den Kalender zu überprüfen, einen Brunnen, um Wasser zu sammeln. Einige natürliche Ressourcen, die es dir erlauben, neue Dinge herzustellen, sowie Früchte und Gemüse zu ernten. Oh, da ist jemand. Oh, Kunden. Oh, unsere ersten Kunden. Ah, ich bin so aufgeregt. Ein Kunde hat ein Item geortet. Bewege dich näher an den Kunden und drücke E, um ihn zu bedienen. Vergiss nicht, der Dekorationsmodus muss dafür deaktiviert sein. Oh, da wird die erste Pampe bestellt. Nochmal eine Pampe. Bitteschön. Immer gerne. Ich hoffe, es schmeckt. Oh, es läuft. Es läuft. Bitteschön. Oh, wir haben hier echt noch viel, viel Platz. Ne? Wir können hier... Wir werden unsere Taverne so aufpäppeln, so aufmotzen. Ihr werdet schon sehen. Hier ist alles so schön aufgeräumt. Ja, hier ist alles richtig schön aufgeräumt. Kannst du gerne weiterempfehlen. Geh raus, sag es deinen Freunden, deinen Brüdern. Und die Taverne wird wachsen. So, also hier ist der Briefkasten. Hier kannst du Items für deine Taverne bestellen. Wähle einfach einen Gegenstand aus, um ihn zu deiner Bestellung hinzuzufügen oder Shift-Klick um 5 hinzuzufügen. Sobald die Bestellung abgegeben ist, werden die Gegenstände in deiner Lieferbox außerhalb deiner Taverne nach 3 Stunden abgeliefert. 3 Stunden, die haben aber eine lange Leitung. Dann
Das muss sofort funktionieren. Oh, Laternen. Okay, die waren jetzt schon in der Box, obwohl wir die gar nicht bestellt haben, ne? Personal einstellen. Freigeschaltet bei Taverne Ruf 6. Kalender. Oh, dies ist ein Kalender, in dem wichtige Ereignisse aufgeführt sind. Wähle einen Tag, der mit einem roten Punkt markiert ist, um das jeweilige Ereignis einzusehen. Okay, im Moment gibt es noch nicht so viele Ereignisse, ne? Bestellungen. Er ist freigeschaltet ab Taverne Ruf 4. Genau, erst ab Taverne Ruf 4. Den Müll können wir auch durchsuchen. Hier, Glatzkopf, komm in die Taverne. Brauchen mehr zahlende Kunden. Schmeckt es euch denn allen? Schmeckt es? Möcht ihr nur höflich sein? Ah, plus 35 Ruf. Das klingt doch gut. Und unsere Aufgabe ist, 6 Kunden zu bedienen. 2 Kunden brauchen wir noch. Dann bekommen wir die nächste Aufgabe. Wenn denn... Ah, da. Ja. Pampe, bitteschön, gerne. Gerne. Und da ist der 6. Kunde. Und, oh, es hat sogar so gut geschmeckt. Er möchte noch viel mehr Pampe. Dem erst Kunden bedient. Belohnung, Tisch, 2 Hocker und nochmal 3 Kerzen. Schick. Schließe deine Taverne, um neue Gegenstände zu platzieren. Rufe die letzte Runde aus, indem du 0 oder O drückst. Dies wird verhindern, dass neue Gäste hereinkommen. Ah ja, aber wenn wir noch ein bisschen Geld verdienen können. Und unsere nächste Quest ist auch, 1 von 8 Pampe verkaufen. Also 8 Pampe verkaufen. Gut. Ein Tisch ist schmutzig geworden. Halte E direkt neben dem Tisch gedrückt, um ihn zu wischen. Oh, dann wollen wir uns mal beeilen hier. Du solltest hier mal... Alter, was? Du solltest hier mal den Mob schwingen, aber zackig. Ich glaube, es hackt. Es ist gerade erst dreckig geworden und er ist sofort am Meckern. Also, jetzt ist aber auch mal gut. Nee, man kann es auch übertreiben. Da, okay, wir könnten, ne? Dieser Ort ist so sauber wie ein Palast. Dankeschön, das höre ich doch gerne. Ne, wir können dann, na, gleich, wenn wir die Taverne schließen, den Dekorationsmodus wieder aktivieren, um dann die neuen Gegenstände zu platzieren. Während die Taverne geöffnet hat, sollte es nicht gehen. Wo finde ich den nächsten Schuster? Keine Ahnung. Ach, jetzt habe ich O gedrückt. Wollte ich gar nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Es reicht nämlich, wenn wir die Pampe morgen weiterverkaufen. Wenn wir jetzt den Quest... Obwohl, die Quest war Pampe verkaufen, ne? Scheiße, ich habe die Taverne hier zugemacht. Ich wollte... Was war denn nochmal der Dekorationsmodus? Scheiße, der Dekorationsmodus war B. Das ist jetzt natürlich belastend. Aber ist nicht schlimm. Dann gucken wir uns gleich draußen noch ein bisschen um. Wir haben ja, wie es aussieht, erstmal noch genug Zeit. Wir haben gerade mal 9 Uhr irgendwas. Oder so. Erneutes Drücken von 0 wird deine Taverne sofort schließen und verbleibende Gäste rauswerfen. Aber du wirst einen Ruf verlieren. Warte lieber, bis die Gäste von selbst hinausgehen. Das hier haben wir gemacht. Das kann weg. Und unsere Aufgabe im Moment ist einfach nur Pampe verkaufen. Dafür bekommen wir Getreidebrei und Grog. Das können wir jetzt aber leider erst morgen erreichen. Oder obwohl, wenn wir jetzt gleich geschlossen haben, können wir die dann eigentlich an dem gleichen Tag nochmal öffnen? Oh, das ist eine gute Frage. Einer deiner Gäste hat den Fußboden verschmutzt. Ja, soll er mal wischen. Drücke V, um den Dreck hervorzuheben. Die Tavernenansicht hebt wichtige Objekte hervor. Dazu gehören zum Beispiel schmutzige Tische, Dreck und wichtige Kunden. Wichtige Kunden? Aha. Reinige den Fußboden, indem du den Wischmob auswählst und F an der verdreckten Stelle drückst. Drücke Leertaste zum Fortfahren. Wir haben den Wischmob ausgewählt und wischen. Richte den Tisch mit deinen neuen Gegenständen her. Was? Welchen Tisch? Mit welchen neuen Gegenständen? Schalte auf den Dekorationsmodus mit B. Wähle das Objekt in deiner Aktionsleiste mit Mausrad runter und Mausrad hoch. Drücke dann F zum Platzieren. Hä? Aber Moment. Erstmal hier wischen. So, wir haben geschlossen. Was mich gleich mal interessieren würde, ist, ob wir an dem gleichen Tag die Taverne schließen und wieder öffnen können. Oder ob das dann vorbei ist, wenn man das einmal gemacht hat. So, wir haben jetzt hier noch ein Tisch. So. Dann
könnten theoretisch noch mehr Gäste Platz finden. Richte den Tisch mit deinen neuen Gegenständen her. Was labert der für neue Gegenstände? Wir haben keine neuen Gegenstände. Was? Okay, scheißegal. Weg hier. Geöffnet, tatsächlich. Wir können die Taverne also schließen und am gleichen Tag wieder aufmachen. Jetzt ist die Frage, was wir, ob wir das wirklich machen wollen. Oder ob wir uns erstmal in der Stadt ein bisschen umsehen und die restliche Pampe am nächsten Tag verkaufen. Obwohl, wir haben noch... Ja, wir haben ja noch relativ früh am Tag. Wir können mal gucken, ob wir die Pampe noch verkauft bekommen. Noch ein bisschen Geld machen. Es fehlen noch 5-mal Pampe. Und dann machen wir einfach... Ne, öffnen wir heute mal zum Frühstück. Oh Gott, wie viele. Öffnen wir heute einfach mal zum Frühstück. Jo, also wenn du in Guild Wars heute noch reinkommst, zeige ich dir das alte Löwenstein. Das hat noch Charakter. Ja, können wir ein andermal machen. Der Tisch. Heute werde ich nach Guild Wars, glaube ich, nicht nochmal reinschauen. Neulich eine gute Beschreibung für das Neue gehört. Ein Parkplatz. Ein Parkplatz? Wie ein Parkplatz? Warum ein Parkplatz? Ach, weil es so flach ist, okay. Nee, ich werde jetzt heute noch jetzt so 1-2 Stündchen, vielleicht sogar 3 Stündchen hier Traveler's Rest spielen. Und dann werde ich mich aber auch langsam noch ein bisschen auf der Couch flätzen. Das reicht dann für heute mit dem Zocken. Können wir aber gerne mal machen, auf jeden Fall, ja. So, wie viel haben wir jetzt? 2 Pampe fehlen noch. Komm, wir verkaufen noch die beiden Pampe. Und dann schließen wir die Taverne für heute. Und schauen uns in der Stadt noch ein bisschen um. Ey, wolltest du nicht noch ein bisschen mehr Pampe haben? So. 1. Und da kommt unsere 8. Pampe. Yay! Jetzt haben wir Grog und Getreidebrei. Oh, neue Quest verfügbar. Oh, und in 45 Minuten geht der Preview-Stream zum großen Balance-Patch Ende November los. Das wird spannend, aber dieses Tavernenspiel sieht echt schön aus. Ja, das sieht cool aus, oder? Das hat was. Ich weiß nicht, ich mag solche Art von Spiele. Irgendwie ist das auch... Ich weiß nicht, es macht halt irgendwie einfach Spaß. Mal gucken. Ja, das ist natürlich auch ein Spiel... deswegen habe ich das ja auch jetzt angefangen. Das ist halt ein Spiel, das kann man halt auch irgendwann einfach mal aufhören. Weil ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Spiel, das hat ja keine richtige Story erstmal so an und für sich, sondern so wie Stardew Valley. Du kannst ja auch Stardew Valley über... Also das hat ja kein Ende, das Spiel. Du kannst das ja spielen und spielen und spielen und spielen. Das endet ja nie. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Spiel ist. Und deswegen, wir werden das hier einfach mal ein bisschen spielen. Dann irgendwann ein bisschen weiterspielen, ein bisschen weiterspielen. Wenn wir halt irgendwann, ne, sagen, yo, jetzt haben wir genug von dem Spiel gesehen, dann hören wir halt einfach auf damit. Ne, aber so ab und zu mal so ein bisschen abends runterzocken, macht das, glaube ich, echt Spaß. So, du kannst nun Getreidebrei und Grog servieren. Drücke E in der Nähe des Tresenbuches und füge den Porridge zu deinen Vorräten hinzu. E. Vorräte. Achso, alle. 20. Grog auch? Nein, Grog nicht. Drücke Q am Zapfhahn und füge das Fass Grog dem leeren Slot hinzu. Ah ja. Grog kommt... Oh, Q. Grog kommt hier hin. Okay, dann können wir an dem ja eigentlich auch nochmal Grog direkt reinpacken. Dann haben wir die beiden Fässer schon mal weg und 2 Zapfhähne sogar noch über. Serviere 5 Schalen... Ja gut, jetzt können wir uns natürlich dran halten, ne? Obwohl, eine Axt und eine alte Fußmatte. Komfort plus 5. Ah ja, die haben die Items, die man hier auslegt und dekoriert, haben dann auch noch verschiedene Eigenschaften. Plus Komfort, damit sich die Kunden wohler fühlen. Und was weiß ich nicht was, ne? Eine Kupferaxt zum Holz, damit kannst du Bäume fällen. Oh, ja, dreckig, ich sehe schon. Nicht meckern, nicht meckern. Ich wisch ja schon. Wieso, da freut er sich. Ein Gast hat ein Bier bestellt. Gehe direkt an den Zapfhahn und halte E gedrückt, um ein Bier zu zapfen. Dann gehe näher an den Gast heran und drücke E, um ihn zu bedienen. Okay, der möchte einen Grog zapfen und servieren. Easy, habe ich mir gemerkt. 12.50 Uhr, wir haben aber echt noch relativ früh. Lass uns die Taverne mal noch ein bisschen geöffnet halten und doch ein bisschen unsere Quest hier, ne? 5 Getreidebrei, 5 Grog servieren. Vielleicht kriegen wir die ja heute sogar auch noch voll. Das wäre cool. Noch ein Bier, bitteschön.
Muss ich hier drin die Schuhe ausziehen? Du meinst natürlich, weil es so schön sauber hier drin ist, ne? Nein, keine Sorge, kannst deine Schuhe ruhig anlassen. Aber freut mich, dass es dir hier gefällt. Kannst du ja mal gerne weitergeben und Werbung für uns machen. Aber die... Ja gut, wir können... Okay. Warte, wie ging das? Q? Ah. Betrete den Dekorationsmodus mit B, wähle das Objekt aus seiner Aktionsleiste mit... Und... Was? Ich dachte, wir... Was? Wir können... Nee. Genau. Große Möbel wie Tische und Bänke können nur bewegt oder platziert werden, wenn die Taverne geschlossen ist. Ich habe mich gerade schon gewundert, dass wir überhaupt in den Dekorationsmodus reinkamen. Ich dachte schon, das wäre dann gesperrt. Aber nein, das geht noch. Keine Ahnung. Die Kerze, die brennt ja die ganze Zeit runter. Ist das nicht schon total Verschwendung, wenn da keiner sitzt? Ich komme sofort. Ich wische hier noch kurz auf. Und dann gibt es zweimal Getreidebrei. Gerne. Sehr, sehr gerne. Bitteschön. 14 Uhr. Eine Taverne, so eine Kneipe, so eine Bar hat ja normalerweise immer so ab Nachmittag bis abends geöffnet, oder? Ich glaube, an den nächsten Tagen werden wir eher morgens und vormittags und mittags was anderes machen. Oh, zwei Grocks, ja. Werden wir irgendwie was anderes machen, sowas wie Holzfällen oder keine Ahnung was, ne? Und dann eher nachmittags bis abends die Taverne geöffnet lassen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, oder? Ich weiß es nicht. Oder je nachdem, wie viel Geld man halt braucht, ne? So, wir haben jetzt aber nur noch einen Grog für die Axt. Das wäre halt schon mal nice. Nur noch einen Grog für die Axt. Die Fußmatte ist erstmal scheißegal. Aber die Axt wäre schon mal gar nicht so verkehrt zu haben, schätze ich mal. Endlich kann ich meine Füße etwas Ruhe gönnen. Ja. Bei uns ist es sehr bequem. Kannst deine Füße auch gerne hochlegen, wenn auf der anderen Seite keine Gäste wären, die sich vermutlich darüber beschweren würden. Aber bei uns ist der Kunde König. Komm schon, ein Grog noch. Was für eine schöne, saubere Taverne. Ach, das hört man doch gerne. Aber ich würde mich voll. Also, ich fände das irgendwie. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt noch heute einen Grog verkaufen könnten. Leute, kommt rein. Oh, der Tisch ist dreckig. Tut mir sehr leid. Er wird sofort sauber gemacht. Bitteschön. Wie spät haben wir denn? Ja, ein Grog. Ja! Ein Grog. Nice. So. Yay! Serviere 5 Grogs. Belohnung, die Axt. Du hast eine Kupferaxt erhalten. Schließe deine Taverne und gehe raus, um einige Bäume zu fällen und so deine Quests voranzutreiben und neue Technologien freizuschalten. What the fuck? Okay. Ja, aber jetzt, warte, Moment. Wir können jetzt gerade noch nicht zumachen. Moment. Wir geben den beiden hier noch Grog und Grog. So, und jetzt sagen wir nämlich einmal mit O schließt. Das heißt, einmal... Drücken heißt schließt, das bedeutet, die können auch aufessen, die können auch austrinken und dann ne, die Taverne verlassen. Nur es kommen halt keine neuen Kunden mehr rein. Wir könnten jetzt mit erneutem Drücken von O dafür sorgen, dass wir die rausschmeißen, aber dann verlieren wir einen Ruf. Das wollen wir nicht. Ja, so bekommen wir noch Ruf dazu. Ich hoffe, euch hat der Aufenthalt gefallen. Jetzt haben wir 16 Uhr und jetzt ist die Taverne geschlossen. Oh, Moment. Wenn die Taverne jetzt zu ist... Dann ist es doch cleverer eigentlich, die Kerzen einzustecken, damit die nicht weiter abbrennen, weil ist ja Quatsch. Ne, die brennen ja ab. Die sollten wir uns aufbewahren, weil die kosten ja auch Geld. Ne, kostet ja auch alles Geld. Ist ja nicht so, als ob die Kerzen hier auch kostenlos wären. Oh, man kann echt alles. Oh, man kann auch die Theke verschieben. Man kann alles verschieben. Kann man die auch drehen? Ne, drehen kann man die jetzt aber nicht. Okay, hier hat man jetzt nicht so viel Spielraum, ne? Die Theke muss sich halt hier irgendwie befinden. Ja gut. Man hat eigentlich gar keinen Spielraum, bis auf ein Stück weiter nach links. Ja gut, okay, dann. Aber ist ja auch nicht schlimm. Die Taverne lassen wir da. Jetzt lass uns mal ein bisschen umsehen. Was haben wir denn hier? Keller. Keller freischalten bei Taverne ruft 10. Schreite weiter durch die Hauptquest, um Werkraum freizuschalten. Okay. Oh, und hier haben wir unser Bettchen. Ah, die Laternen. Objekt, sie leuchtet nachts. Ja gut. Können wir die... Das ist dein Schlafzimmer. Schlaf in deinem Bett, um das Spiel zu speichern.
Bist du zu lange wach, wirst du ohnmächtig. Oh mein Gott, der Ärmste. Also da waren wir gerade, ne? Okay. Gut. Und was haben wir hier? Einfach gar nichts, oder was? Ja, gut. Okay. Die Frage ist jetzt nur, können wir die Laternen hier... Oh. Das ist doch auch ganz nett, oder? Hier eine hin. Hier vielleicht eine hin. Oh, die Kerze nehmen wir mal mit. Und keine Ahnung, wo noch? Hier. Können wir ja erstmal so lassen. Ne, verschieben können wir sie ja immer noch. Lautern macht vor der Düsseldorfer Kurve in der 96. PL war das Siegtor. Krasser Scheiß. So, dann lass uns jetzt mal ein bisschen hier draußen. Ein bisschen Zeit haben wir jetzt noch am ersten Tag. Fälle 5 Bäume. Fanden die Düsseldorfer Fans nicht so nice. Ja, kann ich mir vorstellen. Kann man mit den Bewohnern reden? Die laufen auch einfach durch einen durch, ne? Ist ja sehr nicht nett. Oh. Erz kann man natürlich auch farmen. Krass. Hier geht es raus. Oh. Entweder ist es nicht vorgesehen oder noch nicht im Spiel mit drin. Okay. Sind einige aufs Feld drauf. Ach was, die Fans? Aufs Feld wegen der Schiedsrichterentscheidung. Echt jetzt? Oh Mann, ey. Eieiei. Okay, dann gehen wir ein bisschen Holz hacken. Das Holz, man hat jetzt aber nicht wie bei Stardew Valley oder so auch so eine allgemeine Energieleiste, ne? Die, wenn die leer ist, man so nichts mehr am Tag machen kann. Ne, die fanden den Jubel der Lauterer provozierend oder so, okay. Mein klarer Elfer, okay. Dann muss ich mir gleich nochmal in der Zusammenfassung angucken, ne? So, das machen wir jetzt auch auf jeden Fall. Aber wir haben schon 19 Uhr, wir müssen uns ein bisschen sputen, ne? Wollte mich gerne eigentlich noch ein bisschen hier in der Stadt umsehen. So, was haben wir denn hier unten noch? Achso, gar nichts mehr so wirklich. Ja, hier oben geht es wieder zu dem Bereich. Ja, das mit den Bäumefällen können wir auch morgen noch machen. Ist ja nicht schlimm. Wir haben ja viele Tage frei. Ach, hier geht es aber runter, ja? Okay. Oh, wer bist denn du? Warum nicht? So. Ich will ja trotzdem durch. Okay, geht nicht. Ich hau dir mit der Axt auf die Nuss, du. Funktioniert nicht, okay. Lässt du uns da einfach nicht durch. Oh, ein Steg. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich mag solche Spiele. Die sind einfach so schön gemütlich, voll entspannt irgendwie. Oh, geht's hier noch irgendwo hin? Oh, tatsächlich. Oh. Ist das der verbotene Wald? Ein kleiner Bankenlagerfeuer. Hier ist noch ein bisschen, keine Ahnung, aber hier kann man die Axt nicht verwenden. Okay. Ja, was habe ich gerade mit der Energieleiste? Ja, bei Stardew Valley gibt es ja so eine Energieleiste, wenn die dann, wenn man Holz hackt, wenn man gießt, wenn man alles macht, außer beim Laufen, ansonsten bei allem, wird irgendwie Energie abgezogen und wenn die einmal leer ist, ja, kann man halt nichts mehr machen. Das ist vor allem am Anfang des Spiels immer ein bisschen ätzend, ne? Weil man dann noch relativ am Anfang halt nicht viel machen kann, weil die Energie relativ schnell weg ist. Sowas scheint es hier nicht zu geben. Ne? Das Einzige, wo sich die... Warum geht denn das jetzt hier nicht? Das Einzige... Hier kann man die Axt nicht verwenden, okay. Ja, das Einzige, wo die Energieleiste runtergeht, ist, wenn man sprintet, aber dann geht sie auch relativ schnell wieder rauf. Das waren jetzt schon 5 Bäume oder was? Uff, okay. Du hast deine erste Werkstation freigeschaltet, die Sägemühle. Platziere sie im Dekorationsmodus außerhalb der Taverne. Wähle die Kupfersichel aus und drücke F, um damit das Gras zu entfernen. Denk dran, du kannst sie nicht benutzen, solange du im Dekorationsmodus bist. Nach dem Platzieren der Sägemühle verlasse den Dekorationsmodus und gehe an die Sägemühle. Drücke E, um den Herstellungsmodus zu öffnen. Krass, okay. Bin mal gespannt. Ja, weg damit. Aber das machen wir erst morgen, denn es wird langsam spät und ich wollte mich hier noch ein bisschen umsehen eigentlich. Links aus der Stadt raus war jetzt nicht mehr wirklich was. Hier rechts geht es allerdings auch noch raus, aber hier ist auch nichts. Auf jeden Fall noch nichts. Mal gucken.
Jetzt schauen wir uns noch einmal hier oberhalb von unserer Taverne um. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal schlafen. Und dann zum... Oh, hier. Hier ist aber noch versperrt. Da wird es bestimmt später auch nochmal durchgehen. Okay, das war's. So sieht dann erstmal... Es ist jetzt nicht ganz so groß, ja. Aber wie gesagt, das Spiel ist ja auch noch nicht fertig. Kennst du Graveyard Keeper? Ja, kenne ich. Habe ich auf der Switch auch Graveyard Keeper. Könnten wir auch mal spielen. Habe ich noch nicht einmal... Doch, einmal ganz kurz habe ich das angezockt. Einmal kurz habe ich das angezockt, aber noch nicht wirklich gespielt. Das wäre auch mal was, was wir spielen könnten, ja. Okay, dann gehen wir schlafen. Tür zu... Hä? Geister? Tür zu. Ganz interessant, wird aber recht grindy. Also wie gesagt, das sind alles so Spiele, die wir ja auch einfach nur mal testweise spielen können. Das heißt ja nicht, dass wir jedes Spiel, was wir anfangen, auch zu Ende spielen müssen. Ja, wir können auch mal einfach nur mal Spiele einfach mal ein paar Stunden anspielen und dann weitermachen mit anderen Spielen, keine Ahnung. Sicher ein interessantes Spiel, aber nicht so replayable wie zum Beispiel Stardew Valley. Habe ich insgesamt schon, ich glaube, über 200 Spielstunden oder so, wenn du auf dem Steam und Switch zusammennimmst. Ey, das Spiel ist einfach so geil. Stardew Valley macht so viel Bock. Richtig, richtig cool. So, wir gehen schlafen. Gute Nacht.